Jo, ja, der liebe Dirk Wanger von Messer & Co. War so lieb, mir was rumzuschicken. Der hat mir nämlich das neue Sanremo Land, da haben wir es, 710 in Titan zur Verfügung gestellt. Dirk, vielen, vielen Dank. Messer, wo ich mich da wirklich gefreut habe drüber. Und das hat einfach so seine Geschichte. Sanremo gehörte mit dem 710er Modell, damals zu der Messer Company, die mich wirklich in die Materie Messer, Taschenmesser wieder richtig reingezogen hat. Großer Impact für mich, hat mir einerseits gezeigt, was für wirklich tolle Qualität für einen ganz, ganz schmalen Taler man beziehen kann, aus chinesischer Fertigung. Große, große Klasse. Und hier das alte 710 B4. Die Flower Version ist jetzt schon viele Jahre in meinem Besitz, beziehungsweise im Besitz meiner Frau. Das nimmt eine besondere Stellung bei mir ein. Und es wurde schon viel geschrieben über dieses Messer, dass das hier das wahre Poor Man's Sebenza ist, weil sich das wirklich quasi jeder leisten kann. Ist, glaube ich, hier in Deutschland auch günstig zu beziehen, für um die 15 Euro, meine ich. Aus China geordert, dann nochmal ein paar Euro günstiger, die Hälfte, schätze ich mal, so jetzt in den Dreh. Jetzt hat Sanremo Land jedoch nachgelegt und das 710er, das sonst in seiner Stahlversion jetzt, glaube ich, das 7010er heißt, die haben das jetzt in Titan aufgelegt, mit Titangriff, da ist der Step dann natürlich zur Hommage ans Small Sebenza nochmal einen Tick näher. Auch wenn die Klinge schon deutlich anders aussieht als beim Small Sebenza. Aber so die ganze Linie, für Leute, die sich auskennen, ist das schon absolut zu erkennen. Da wurde einiges übernommen und dieses schlichte Design gefällt wirklich, wirklich gut. Jetzt halt mit Titan, Griffschalen, Framelock, Verriegelung, kleines Steel-Inlay haben wir noch verbaut, Überdehnungsschutz kam wunderbar mittig, nicht perfekt mittig, aber sehr mittig zu mir. Klinglauf definiert, nicht butterweich, aber völlig okay, müsste sich halt erst noch einspielen, hat keinerlei Klingenspiel. Klinge schön satiniert, schönes Finish, wurde leicht gerundet, ähnlich wie bei Chris Reeve. Nicht ganz so schön, nicht ganz so sauber, das Jimping nicht ganz so aufregend, aber alles wirklich schön gearbeitet. Hier gemarkt mit Land, hier das 7C Teil, ja, für die Titangriffschalen, polierter Edelstahl, Clip. Titan-Clip wäre natürlich noch ganz geil gewesen, aber okay. Man kann nicht alles haben, zumindest noch nicht. Preislich kann ich euch gar nicht genau sagen, wo das jetzt liegt. Ich hatte das nicht wirklich auf dem Schirm, das tauchte auf einmal auf. Bin momentan echt nicht up-to-date, was so die ganzen Messergeschichten angeht. Deshalb kam das sehr überraschend zu mir. Vielen Dank dafür, Dirk. Sehr, sehr cooles Teil. Das 710er mit Titan-Griffschalen. Gefällt mir sehr gut. Und wer da Interesse dran hat, ganz klar, Bezug zum Messer, Messer und Co. findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich da nochmal für eure Aufmerksamkeit. Gefällt mir richtig cool, dieser kleine Stachel in Titan. Cooles Teil. Guti, das war's dann von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.